Natürlich ist ein Tag, wo man 9% oder über 9% bei einer Landtagswahl verliert, kein Tag zum Jubeln. Nichtsdestotrotz muss man die Fakten ein bisschen auseinanderhalten. Wenn man sich an die letzte Landtagswahl erinnert in der Steiermark, dann weiß man, dass die unter besonderen Voraussetzungen stattgefunden hat. Auf der einen Seite die Flüchtlingskrise, auf der anderen Seite Bezirks- und Gemeindezusammenlegungen. Das heißt, hier hatten wir natürlich ein entsprechend hohes Protestpotenzial, das wir damals auch gehoben haben. Wenn man sich die heutige Wahl anschaut, und da gebe ich dem Herrn Professor Filz mehr insofern recht, dann haben wir uns extrem schwer getan, politische Themen zu setzen. Einfach deshalb, weil gegen uns eine beispiellose mediale Kampagne losgebrochen ist. Auch der Professor Filzmeier hat uns ja mehrfache Seiten gewidmet in seinen Analysen in der Kronenzeitung. Die Kronenzeitung hat generell 25 volle Seiten im Zuge der Landtagswahl massiv gegen die FPÖ geschrieben. Und das ist natürlich bei einem Medium, das das stärkste Printmedium des Landes ist, nicht ganz ohne. Aber meinen Sie, und das ist natürlich auch einer der Punkte, warum wir es nicht geschafft haben, politische Themen zu setzen. Also wir wissen, welche Gründe und welche Geschichten aus der Partei kommen, keine Frage. Und das diskutieren wir seit Mai, diese Ibiza-Sache und alles das, was daraus entstanden ist. Und im Übrigen das, was Heinz-Christian Strache in Ibiza gesagt hat, hat dazwischen die ÖVP gemacht. Der Herr Benko war schneller als der Herr Strache beim Kauf der Kronenzeitung. Das jetzt nur nebenbei. Nein, aber nichtsdestotrotz, es ist uns nicht gelungen, politische Themen zu setzen und auch, vor allem auch deshalb, weil immer wieder zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, natürlich aus dem Bereich der Behörden immer wieder Sachen durchgesickert sind. Verschlussberichte sind veröffentlicht worden, Chatprotokolle, die in Verschlussakten drinnen sind und das Ganze ein bis zwei Wochen vor den Wahlen. Also wie gesagt, da glaube ich nicht an Zufälle, sondern das sind auch Dinge, die die ÖVP betreffen und denen die Medien natürlich wohlfeil aufgenommen haben.